Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play League of Legends. Heute gibt es Ranked, aber kurz ein Hinweis für alle von euch, die auch LOL spielen. Diese Woche. Eigentlich ist der Hinweis blöd, denn es ist ja nur diese Woche verfügbar, das Video kommt in 3 Wochen. Aber es gibt das Zaumsymbol kostenlos, ich hoffe, ihr habt es euch geholt. Ihr müsst einfach nur da drauf klicken, dann kommt ihr auf die Webseite und da müsst ihr euch dann einloggen und dann auch nochmal auf eine Schaltfläche klicken und dann bekommt ihr das bis zum. Ich glaube, 16.02. Vielleicht ist es ja tatsächlich bis dahin noch da. Dann könnt ihr euch das holen. Ich habe da geklickt, ich habe mir das geholt. Und jetzt spielen wir Ranked. Wir spielen alleine, da ich heute spontan aufnehme. Da ich diese Woche ein bisschen wenig Zeit habe. Es ist egal, wie viel Zeit man hat. Es ist nie genug. Das ist irgendwie voll für den Arsch. Naja. Wobei ich gemerkt habe, ich muss diese Woche nur, hätte ich gar nicht Twitch aufnehmen müssen. Und ich habe es trotzdem getan, weil ich das erst im Nachhinein gesehen habe. Da hätte ich dann vielleicht stattdessen was anderes aufnehmen können. Minecraft zum Beispiel oder sowas. Wobei das auch immer blöd ist. LOL und Minecraft nehme ich beides eher am Wochenende auf, weil ich da hoffe, dass die anderen am meisten Zeit haben. Gleichzeitig ist es aber das Wochenende, da hätte ich gerne privat auch gerne viel Zeit. Ich glaube, ich muss das irgendwie umstellen, dass ich läuft und Minecraft vielleicht doch auch unter der Woche aufnehme, weil das ist ziemlich blöd. Ich habe am Wochenende möchte ich eigentlich sehr gerne sehr viel selbst zocken, also jetzt auch ja gut mit aufnehmen halt auch, aber auch so mal zocken ein LOL zwischendurch, aber auch gerne sehr viel YouTube schauen zum Beispiel oder irgendwelche Animes und privat aber auch gerne mal mit Freunden oder sowas unternehmen und das geht immer schlecht, wenn ich dann am Wochenende so viel aufnehme, 2 Videos aufnehme, also 2 mal 3 Stunden so ungefähr. So, hi guys, kleiner Lag, da ist er. So, Braum nehmen wir. Das ist ja die Braum Champion Runde und Braum beherrsche ich tatsächlich einigermaßen gut, deswegen werde ich ihn auch in Ranked spielen. Das wird dann auch der letzte Champion sein, den ich in Ranked spiele. Zumindest in der Champion-Runde, denn die anderen habe ich noch nicht gut genug trainiert. Nasus würde zwar gehen und Heimerdinger, also Nasus Top, Heimerdinger Mitte, gut, AD Carry definitiv nicht, aber Nocturne Jungle würde dann halt auch noch gehen. Das Problem ist, ich habe die alle seit über einem Jahr nicht mehr gespielt. Also, was heißt über ein Jahr? Seit. Warte, warte. Einem Dreivierteljahr oder sowas. Also seit Anfang letzter Season nicht mehr. Naja. Deshalb wäre es eher schlecht in Ranked dann. Ich weiß es auch noch nicht mal, welchen Champion ich für die nächste Champion-Runde nehme. Denn ich bin eigentlich immer noch dabei, Braum zu trainieren, weil ich immer noch nicht dieses blöde S-Plus habe. Den Taren, hier, den Taren 93, den habe ich mal gesagt, also ich habe es vielen gesagt, aber dem habe ich halt auch gesagt, dass ich mit Braum einfach kein S Plus hinschaffe. Dann hat er mir nach ein paar Wochen gesagt, hey du hast doch gesagt, mit Leona S Plus, das ist so schwer, ich habe es geschafft, sag ich, nicht Leona, Braum. Ach ja, richtig, eine Woche später ruft er mich an, ja, ich habe mit Braum S Plus geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie der das geschafft hat, ich habe keine Ahnung. Ach nö, die haben mein Standardbann gebannt. Bannen wir Darius. Wie können die nur meinen Standardbann bannen? Das war Pewy Grooves. Ich weiß, ich hab die Patch-Notizen noch nicht mal richtig angefangen. Ich habe mir die Wo Geschichte von Warwick durchgelesen, mir noch gar nicht. Ist eigentlich richtig blöd. Ich weiß gar nicht, wer in diesem Patch ist so richtig gut drauf ist. Vielleicht hätte ich Draven bannen sollen. Der war im letzten Patch unglaublich hart. Wow, ich hatte letztens. Wann war das? Gestern. Gestern Abend, so gegen 17 Uhr, habe ich wieder in Ranked gespielt. Und das haben wir nach 18 Minuten gewonnen. Also wir haben wirklich nach 18 Minuten hatten wir den Inhibitor zerstört. Das war irgendwie geil. Die haben Bot dauernd angegriffen. Wir hatten uns immer fast platt gemacht. Aber zum Glück war unser Jungler, das war Lee Sin, war irgendwie dauernd auf der Bot-Seite und ist dann gekommen und hat uns immer gerettet. Und haben wir immer 2, manchmal auch 3 Tötungen gemacht, wenn der gegnerische Jungler auch noch gekommen ist. Das war Hammer. Und dann hatten wir irgendwie schon nach 8 Minuten den äußeren Turm-Bot down.
Und die Bot, der gegnerische AD Carry und Supporter haben dann gedacht, ja, Bot ist verloren, jetzt versuchen sie Mitte zu räumen. Währenddessen sind wir einfach weiter Bot gegangen und haben uns den inneren Tower geholt, dann hatten wir da noch 10 Minuten. Das war so Hammer. Und dann sind wir halt auch Mitte gegangen und haben Mitte dann komplett zerstört und dann Top haben die irgendwie komplett alleine gespielt. Bis wir dann die zwei in den Betoren haben, dann ist der Top-Spieler von denen halt auch in die Basis gekommen, um zu verteidigen. Und dann konnte unser Top einfach komplett durchpushen. Das war Hammer. Ich hatte Miss Fortune als AD Carry. Die hat sich so bedankt. Ja, Das thank you Nervige for, ist beschäftigt. was hatte ich geschrieben? Muss. Thank you, Riot, for getting this team in my Promos. Ah, das war super. Und ich hab als einziger kein S bekommen. Wir hatten ein S plus, zwei S und ein S minus. Und ich habe nur ein A plus bekommen. Dabei war ich mit Leona, hatte ich 0,027, glaube ich. Nach 18 Minuten fertig. Das hat mich echt, das war echt, fand ich echt sehr blöd. Ich glaube, ich gehe auf Rüstung. So, es fehlen noch drei. Na, stell mir mal vor, was so geht. Wir haben einmal bei den Gegnern Camille Top, Rengar Jungler. Project Katarina ist die neu. Das ist die Project Katarina. Zumindest den Splash erkenne ich nicht. Also, das ist das erste Mal, dass ich den Splash sehe. Aber ich glaube, mich an ein Video zu erinnern, wo die mal drin war. Project Katarina Mitte. Drachentöter Vayne mit Chaos. Chromapack ist AD Carry und Taric ist Support. Bei uns haben wir Jayce Top, Kha'Zix Jungler, Jinx AD Carry und uns als Braum Support. Und der hier ist der Mitte, weiß ich leider gerade nicht mehr, wer das war. Naja. Wir haben Stufe für uns mit Stufe 5 Braum. Jinx ist sogar schon Stufe 6 und der Jayce Stufe 7. Hammer. Blut Jaspis Lissandra war das Mitte. Lissandra gegen Katarina. Boah. Das ist echt fies. Ich glaube fast schon, dass wenn die Lissandra den nicht. Nee, ich glaube, die Lissandra verliert das. Außer sie spielt wirklich viel besser als die Katharina, aber Regelfall, wenn bei beiden gleiches können, ich glaube, dann würde die Katharina gewinnen. Top Camille gegen Chase weiß ich tatsächlich gar nicht, wer da gewinnen könnte. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Camille. Ich hoffe einfach mal, dass Chase gewinnt. Der Kha'Zix, ach nein! Hat keine Schlüsselmeisterschaft. Oh Mann, unser Jungler vergeigt also komplett gegen den Jungler, behaupte ich jetzt mal. Und Bots. Ah, das ist tatsächlich. Naja. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. No Master is OP. New Korean Meter. No New Narok Meter. Narok heißt er so? Nein. Naja. Und es hieß ja auch, die Jinx ist kein guter AD Carry. Das wird ein richtig blödes Spiel, glaube ich. Ich glaube, Top kann gut gewinnen. Mitte weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, Bot und Jungle werden so abkacken, dass es wenn Mitte auch noch abkackt, das kann Top nicht auffangen, glaube ich. Fishbones, sollen wir was hochjagen? Du könntest deine Leuten zur Last fallen und ihre Gefühle verletzen. Oh, du Mit bist eine Braun arme bist Waffe. du sicher. Oh Mann. Okay. Da, wir haben auch schön getankt. Sehen wir mal. Ah, die Lissandra pokt die Katharina Los schön down. geht's. Das gefällt mir. Nein, da hat die einfach die Rakete geschossen. Gibt's doch nicht. Ich wollte die Minion jetzt mit meiner Q töten. Es hätte sogar geklappt und dann ist er mit ihrer Rakete schneller und tötet die Minions. Das gibt's doch nicht. Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Dafür habe ich die heimgezahlt. Und den hole ich mir auch. Level 2. Hohoho. Was? Wie Katharina auch. Stopp. Katharina wird auch komplett tot gepusht. Was? Mit und Bot sind komplett am Gewinn? Damit hätte ich echt nicht gerechnet.
Ja, aber ich habe den leider nicht bekommen. Das ist eine positive Überraschung, das freut mich gerade voll. Ich greife den jetzt einmal. So. Bam. Ich habe immer noch alle drei Kekse und habe sogar jetzt ein bisschen mal Erfahrung alleine bekommen. Das ist die Welt, die ist immer noch Level 1. Ja, okay, Level 2. Ups. So. Warten wir ein bisschen. Dienstdeck hebe ich mir jetzt auf. Ja, top, wurde Gränger getötet. Sehr schön. Ja, ich hätte es noch mal hauen können, aber naja. Da kommt er. Aber ich glaube, ich kann mir tatsächlich doch noch einen leisten. Denn ich krieg gleich den nächsten wieder. Also die Jinx spielt wirklich sehr aggressiv und die Vayne weiß nicht damit umzugehen. Das gefällt mir sehr. Mist, jetzt habe ich meine Maus ein bisschen zu niedrig gehalten. Also meinen Mauszeiger. Du schaffst das! Oder auch nicht. Kha'Zix kommt. Nein, 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 nein! Ich habe Verbindungsabbrüche! Was? Oh, Gott sei Dank. Sagen wir, good job, Karl. Leider hat die Jinx nicht mehr geschafft, aber hey, wir haben Flash von beiden, glaube ich, bekommen. Aha. K geht zurück. Kha'Zix. Rengar geht auch. Befehl auch. Der Kampf endet nie. Ich hab kein Mana mehr. Ich hab kein Mana mehr. Ich war tatsächlich immer überlegen, ob ich flashen soll, und dann habe ich mir gedacht, ach nee, lieber nicht. Wenn ich es gemacht hätte, hätte ich vielleicht den Kill bekommen. Ja! Oh, jetzt habe ich einen Minion ausgesehen ohne Stack getötet. Da ist mein Stack. Tarek ist tatsächlich zurückgegangen. Ich warte. Und spare mir ein bisschen Mana, indem ich jetzt mal nicht springe. Komm schon, komm schon. Minions, kommt her. Die Minions sind da. So. Ich war halt echt doch immer nicht zurück. Habe ich nicht getroffen. Haha. Darina wurde getötet. Dann halt nicht. Sie wird nicht zurück. Leben ist gut, nicht wahr? Eine kleine Aufmerksamkeit von Kargon. Lass uns abhauen, Jinx. Lass uns abhauen. Okay, Kha'Zix kommt. Lass mich dir etwas zeigen.
Trockenheit. Das war's mir wert! Lysander, open your eyes or IFK. Ich port mich jetzt zurück. Die hat beides verhauen und geht immer noch rein. Diese Schuhe, sie sind zu. Ich kann mir so viel kaufen, das ist richtig schön. Das ist sehr schön, ist das. Ich habe die komplette Basisausrüstung. So, da steht zwar ein Wort, aber den werden wir ersetzen. Mit unserem Kontrollauge. Das ist so schön. Wir sind 1:03 nach nur 9 Minuten. Hammer! Aber ich habe jetzt halt für ja, fast 4 Minuten, 3 Minuten kein Flash mehr. Jinx hat, glaube ich, noch Ult, oder? Ja, Jinx hat noch Ult. Okay. Und wir haben den ersten Turm zerstört! 400 Bonusgold bekommen! Yay! Da oben steht noch irgendwo. Ah, aber gleich nicht mehr. Will sie ihn erneuern? Ja, sie erneuert ihn, dann spare ich mir meinen auf. Manchmal braucht kaltes Herz nur ein warmes Lächeln. Ich habe da irgendwo ein Wort gehört, die hier platziert wurde. Ah, da unten. Tarik ist Level 7. Aber hat Vayne noch Level 5? Mist, habe ich nicht bekommen. Der Drache tötet ihn sogar. Komm schon. Lasst uns kennen. Sehr schön. Nein, Jinx! Wenn du rüber gehst, kann ich hinterher springen. Leben ist gut, nicht wahr? Jinx muss für 2 Minuten AFK, na toll. Okay. Okay, was jetzt? Wache oder nicht? Machen wir den Drachen. Erwischt. Ja. 1:06 und beim Drachen haben wir auch noch geholfen. Da kriegen wir auch noch einen Assist dafür. Und ein Wort gefunden. Gehen wir da auch noch helfen? Ich habe aber keine Worts mehr. Das ist schade. Nein, Lysandra. Tu das nicht. Ich habe keine Augen mehr. Ach, Jinx ist ja für 2 Minuten nach AFK gegangen. Ich hoffe, sie kommt jetzt wieder. Top wurde der Turm zerstört, während wir Bot und Mitte alles vernichtet haben. Raum
Ich glaube, ich hole mir tatsächlich Stoffrüstung. Das ist gegen Vayne halt, da, also die Ninja TV, ist dann gegen Vayne halt sehr gut. Und gegen Rengar und Camille wird das auch sehr gut sein. Turk geht tatsächlich auf Tank, wenn ich das richtig sehe, auf Tank Support, genau wie ich. Und Katharina ist die einzige, die auf magische Schaden gehen, aber wenn wir die stunnen, geht das schon. Nein! Da habe ich im Moment nicht richtig warten können. Mann, wieso ist die Chicks AFK? Nee, ich habe niemanden erwischt. Oh, oh. Ein leichtes Funkeln in ihren Augen. Wir müssen ihn lesen, dir. Mist, nein! Nein, das ist die, hat die geheilt, der wäre gestorben! Mann, diese Jinx, wieso ist die AFK? Mann, das war... Da ist jetzt echt mein S-Minus wahrscheinlich weggegangen oder so. Ja, mein S-Plus zu 100%. Mann, war da die Camille einfach. Die Cheese ist immer noch AFK. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt, nachdem ich einmal gestorben bin. Echt mal. Regt mich wieder so auf. Das Spiel hat so scheiße angefangen, ist dann so richtig geil geworden und dann sowas. Bin ich gestorben, weil die blöde Jinx AFK war. Ich hab zwar geschrieben, sie muss 2 Minuten AFK, aber dann sowas. Ich unterstütze lieber das Team, da die Jinx da erstmal farme, damit sie wieder vorne ist. Mama sagt, ich soll nicht verlieren. Ja, dachte ich mir, dass die sich den holen möchte. Nicht so schnell! Hab ich mir den da geholt. Gib mehr Geld. So. Oh nein, Jinx, was machst du? Ist Anpassungsfähigkeit. Und pinkt nicht mal, dass sie Hilfe braucht. Los geht's. Die ist halt echt weg, Camille. Da oben ist sie. Haben wir der Jinx gerade noch das Leben gerettet, aber dafür habe ich keinen Kill bekommen. Gleich zurück, gehen wir an. Vater fuckt ab. Oh Mann. Ein deutsches Kitty ist das. Was? Boah, die hat wahrscheinlich die Ulti gemacht. So, jetzt pushen wir mal ein bisschen hier. Rengar wäre noch tot. Ah, ich habe kein Ding mehr. Raum, bist du sicher? Ich habe keine Worts mehr.
Echt doch erwischt. Irgendwo da ist Tarek. Oh, da oben ist Rengar. Kein Wort. Wir gehen schnell zurück. Ich brauche Worts. 118. Vielleicht ist das S Plus noch nicht ganz verloren. Aber wahrscheinlich schon. Naja. Die pushen einfach fort, obwohl Mitte und Top komplett vernichtet werden. Nur um diesen einen Turm zu kriegen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Manchmal braucht kaltes Herz nur ein warmes Lächeln. Ich fahre mir jetzt auch mal ein bisschen. So. Sehr schön. Okay, ich sollte vielleicht doch mal top gehen. So, Level 10. War vielleicht doch keine... Ja, ich habe schon ein paar Minions getötet jetzt. Aber vielleicht war es doch keine ganz so gute Idee. Leben ist gut, nicht wahr? Ein Gegner wurde getötet. Hm, ich weiß nicht. Gut, fahren wir jetzt bitte. Nicht so schnell! Fahren wir in die Mitte. Karzix. Ja gut, Chase ist tot. Karzix ist da. Chase holt sich den Farmbot. Da gehen wir jetzt auch hin. Und suchen nebenbei noch ein paar Worts. Der nächste ist wieder ein Meeresdrache. Ja, geil! Da ist ein Wort. Nein, der letzte Schlag. So, Karzix ist in dem gegnerischen Bot-Jungle. Wir können also es uns erlauben. Und alle fünf sind einfach da. Wir können es uns also erlauben, hier tatsächlich weiterzulaufen. Sehr schön! Ich gehe zu Jinx. Jinx! Oh, da habe ich echt noch das Leben gerettet. What? So, stellen wir den Inhibitor hier auch noch. 1-1-12. Hab ich die Vayne erwischt? Wir haben einen Turm zerstört und zwei getötet. So, ich muss hier raus, Okay, ich bin draußen. Oh, bei Tarek habe ich keinen Assist bekommen. Schade. So.
Naja. Nein, er hat sie noch getötet. Aber hey, wir haben ein Ass. 1118. Töten wir noch einen Minion. Gibt's keine Minions. Nein, da gehe ich nicht rein. Ich habe schon ein oder zwei Hits abbekommen. Leute, ich habe das S Plus. Seit 4 Monaten kämpfe ich darum, dass ich dieses blöde S Plus krieg und ich habe es endlich. Mein S Plus. Oh, geheiligt seist du. Ah. Und dabei dachte ich, dieser eine Tod hätte es mir weggemacht, aber oh, dieses Team, das wird sowas von geehrt. Dieses Team, das wird geehrt. Oh, mein S+. Ich muss ja zugeben, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, in dieser Season überhaupt ein S zu bekommen. Letztes Season ging das ganz einfach. Leona fast immer S+, mindestens immer ein S-. Annie fast immer S+, mindestens immer sogar eigentlich ein S+. Mit Annie, wenn man tötet, dann kriegt man halt sehr schnell ein S, also vor allem wenn man Support spielt. Mit Soraka, ja, war es schon ein bisschen schwieriger, aber ich habe auch oft zumindest ein S- bekommen. Mindestens ein A-. Aber mit Braum fast immer ein A+, aber immer nur ein S, aber noch nie ein S+. Und jetzt habe ich endlich ein S+. Ha! Ha, das heißt, ich kann mir jetzt endlich den... Ich bin jetzt offiziell mit Braum fertig beim Trainieren. Offiziell kann ich sagen, ich habe Braum gemeistert. Ich kann endlich mir meinen nächsten Champion aussuchen, den ich trainieren möchte. Oh, und den werde ich mir auch für die nächste Champion-Route aussuchen. Die war doch grau. Jetzt ist sie plötzlich wieder weiß. Sie ist wieder drin. Hat den Champion-Raum betreten. Die hat jetzt erst auf Weiter gedrückt. Das heißt, wenn man grau ist, heißt das nicht, man ist nicht... Man hat schon man hat den Chatraum schon verlassen, sondern auch man hat ihn noch nicht betreten. Das finde ich ja interessant. Cool. Oh, S Plus endlich auf Frau. Oh, das freut mich. Das ist so cool. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Da spielen wir dann wieder den Spezialmodus. Und danach geht es auch schon mit der nächsten Champion-Runde weiter. Welchen Champion ich mir dann aussuchen werde, wenn ich als nächstes trainieren möchte, weiß ich noch nicht. Vielleicht mal jemand etwas anderes als Support. Andererseits, ich habe Blitzcrank tatsächlich als zufälligen Champion, als permanenten Champion umgewandelt. Vielleicht mache ich ja den mal. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Ich habe zum Beispiel auch Fiddlesticks bekommen oder Mordekaiser. Ich glaube, diesen Zauber habe ich auch schon. Ich bekomme so viele Champions einfach nur dadurch. Oder vielleicht hole ich mir auch mal einen Stufe 5 Champion. Ich habe zum Beispiel Nasus mal. Vielleicht spiele ich mal Nasus. Genau, den habe ich schon auf Stufe 5. Ich müsste halt nur sein... Ah, nee, Moment mal. Eigentlich wollte ich ja Annie die Meisterschaftsstufe 6 Marken holen. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.